Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Auf meiner Tour bin ich heute zufällig auf einen interessanten Lost Place am Niederrhein gestoßen. Leider etwas unvorbereitet und ohne die entsprechende Ausrüstung für die Beleuchtung. Es geht um eine Zeche. Zechen hatten eine große Bedeutung für das Ruhrgebiet und den Niederrhein und zählten zu den größten Arbeitgebern. Ich finde es schade, wie heute mit diesen Industriedenkmälern umgegangen wird. Die Zeche Niederberg ist ein geschlossenes Kohlebergwerk in Neukirchen-Flüen. Das Bergwerk war zunächst unter dem Namen Niederrheinische Bergwerksgesellschaft bekannt. Später wurde das Bergwerk dann umbenannt in Zeche Niederberg. Der erste Schacht entstand ca. 1912. Der letzte Schacht wurde 1964 abgeteuft. Am 31.12.2001 wurde die Schachtanlage Niederberg endgültig stillgelegt. Als Abteufen oder Teufen bezeichnet man die Herstellung von senkrechten Hohlräumen. Das Erreichen der gewünschten Tiefe wird auch als Endteufe bezeichnet. Es existieren heute noch die Fördergerüste 1 und 2, die Fördermaschinenhäuser, das Zentralmaschinenhaus und der alte Bauernhof, also die Stabsstelle Ohlmannshof. Das Gebäude der ehemaligen Grubenwehr existiert ebenfalls noch. Hier ist die Gasabsaugung angebracht. Der große Abbruch fand im Juli 2004 statt. Hier befinden wir uns in einem der Maschinenhäuser. Zu erkennen ist die Antriebsmaschine, ein Teil der dazugehörigen Elektrotechnik und der Führerstand. Leider gab es in der Vergangenheit auch hier Vandalismus. Die Fenster wurden inzwischen durch Holz ersetzt. Aus diesem Grund ist der Raum jetzt sehr dunkel. Eine Fördermaschine ist eine Antriebsmaschine, die im Bergbau zum Antrieb der Förderkörbe oder Fördergefäße eingesetzt wird. Bei dieser Zeche kam zunächst eine Zwillingsdampfmaschine zum Einsatz.
Hier sieht man den Ersatzförderkorb, der seit seiner letzten Lagerung nicht mehr bewegt worden ist. 84 Jahre lang wurde hier Kohle gefördert. Solltet ihr mehr zur Zeche Niederberg oder zum Thema Bergbau wissen, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.